Herzlich willkommen hier zum Tutorial der ÖBB 40. In diesem Trainingsmodul werden Sie lernen, wie man diesen ÖBB 4024 Elektrotriebzug fährt. 24. Sie werden den Zug in dieser Einführung über eine kurze Distanz fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen. Der ÖBB 4024, auch bekannt unter dem Namen Talent, wurde von Bombardier hergestellt und kam erstmals 2004 zum Einsatz. Genau. Der Name Talent ist eine Abkürzung für Talbot leichter Nahverkehrstriebwagen. Der ÖBB 4024 ist eine Vierwageneinheit mit einer Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. So, Zug aufrüsten. Stellen Sie den Hauptschalter auf aktiv. Das machen wir doch sehr gerne. Stellen Sie den Richtungsschalter auf vorwärts. Machen wir. Dieser gibt die Fahrtrichtung vor. Also das machen wir dann hier. Einmal nach vorne geschoben. Die Zugspitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anzuzeigen, dass dieser Zug betriebsbereit ist. So, haben wir. Stecken Sie den Führerbremsen. Haben wir? Oh, das sieht aber komisch aus. Lösen Sie zunächst die Bremsen, die mit dem Führerbremsventilhebel betätigt werden. So, das in Fahrstellung gesetzt. Öffnen Sie die Fahrgasttüren, um den Fahrgästen das Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. So, was haben wir? Links sind Regeln. So, genau. Ja. ÖBB 4024 Talent 1. Der ÖBB wird mitgeliefert mit der Vorarlbergbahn. Der ÖBB 4024 ist Teil der Bombardier Talent-Serie von Triebwagen, die von Bombardier Talbot hergestellt werden. Mehr als 300 Fahrzeuge der Talent-Serie wurden produziert und in mehr als 7 verschiedenen Ländern eingesetzt. Ich vermisse. Schließen Sie die Türen, bevor Sie abfahren. Ich vermisse tatsächlich den Mann, der die Tutorials eingesprochen hat, aber gut, die gute Dame macht das auch sehr gut. Ja, laufen wir einmal ganz kurz hier durch den Innenraum. Wir können uns normalerweise auch auf die Sitze draufsetzen. Ach, das können wir auch hier im Tutorial ebenfalls. Ne? Das geht wie immer, das kennt ihr. Nicht einsteigen. Nicht einsteige. Na, das passt aber nicht so ganz mit der Schriftart, aber vielleicht ist das noch... Weiß ich nicht, vielleicht ist das im Fahrgastbetrieb, sieht das dann anders aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ne, also wir kennen es hier. Talent 1, wer schon mal drin saß im ÖBB Talent, der weiß Bescheid. Es gibt keine erste Klasse. Sehe ich das richtig? Krass, reiner zweite Klasse Zug. Verrückt. Hier noch eine Toilette. Und... ganz vorne im Führerstand natürlich wir. Sonnenblende runter. Der Sitz, das lässt sich auch hier runterklappen. Also sehr schön. Wir setzen uns, schließen die Türen. So, Türen sind zu. Drücken Sie den Hebel von sich weg, um die Bremsen zu lösen und die Leistung zu erhöhen. Genau, dieser Kombihebel hier. Einmal auf minimale Leistung gesetzt. Und wir fahren ab. Und jetzt erkennen wir eine Sache, die mir nicht so sehr gefällt am Talent. Wenn ihr mal hinhört. Ja, es sind nämlich die Sounds vom Talent 2. Was sehr enttäuschend ist, dass der Sound dieses Zuges nicht dem echten Talent entspricht. Das ist ultra schade. Nachdem Sie nun etwas Geschwindigkeit aufgebaut haben, können Sie den Kombihebel in die Ausposition bringen, um den Zug... Ja, so, genau. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastungen und Wartungsanforderungen gering zu halten. Ja, genau, also es ist halt... Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Ja, also es ist halt ultra schade, dass der Talent halt eben keinen originalen Sound hat. Das ist übrigens wie folgt zu erklären. Sie nähern sich dem nächsten Bahnhof. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen.
Boah. Also er bremst besser als der Talent 2. So, Tür auf. Gute Arbeit. Dieser Zug ist zu einem. So, hier können wir einen Geschwindigkeitsregler anschalten. Ein. Interessant. Wie funktioniert der denn? Schließen Sie die Türen und fahren Sie ohne Anleitung zum nächsten Halt. Machen wir gerne. Bremsprobe, NBU. Instrumentenbeleuchtungsdimmer können wir hier hochstellen. Instrumentenbeleuchtung an. Zuglichter sind an. Fahrplanbeleuchtung gerne auch mal hoch einfach, weil wir es können. Türsteuerung. Ah, nee, das ist der Richtungsschalter. Genau, die PZB und alles können wir auch natürlich anmachen mit Steuerung Enter. Mache ich jetzt aber aus, weil wir hier eh keine PZB-Signale verbaut haben. Genau, also wie kam das mit dem Sound vom Talent 1, dass der leider nicht den Sound hat vom echten Fahrzeug? Das war tatsächlich so, dass ursprünglich, glaube ich, sogar ein Termin vereinbart war zwischen DTG und ÖBB für Aufnahmen. Und dann aber kurzerhand von ÖBB doch die Absage gekommen ist, dass es nicht möglich ist, Sounds aufzunehmen. Zwischen. Ja, also, ne, dass es halt eben nicht möglich ist, Sounds aufzunehmen für den Talent 1, weil es ist ja nicht einfach nur so, dass sich jemand im Fahrgastraum hinsetzt mit einem Mikro, sondern da muss auch ein Mikro im Führerstand sein. Außen am Fahrzeug müssen Mikros angeklebt werden. Ne, also all das Zeugs. Und das war dann halt leider nicht möglich. Also da wurde kurzerhand wurde dann die Absage erteilt von ÖBB. Das war aber auch schon ein Zeitpunkt, wo man nicht einfach so das Projekt zurückrudern könnte. Dass man dann sagt, ja okay, dann machen wir jetzt ein anderes Fahrzeug oder so. Sondern dann war es halt schon in diesem Sinne zu spät dafür, wenn man so möchte. Dementsprechend ist der einzige Sound, den wir jetzt hier haben. Wir fahren jetzt einmal hier über Metro Nord, fahren wir jetzt einmal durch und drehen mal eine Runde. Ja, also dementsprechend ist das halt leider so, dass wir keinen Sound zur Verfügung gestellt bekommen haben für den Talent 1. Sondern müssen uns halt damit zufrieden geben, dass dieser Talent 2 Sound wieder verwertet wurde. So, wir dürften zwar eigentlich nur Vmax 120 fahren, ich würde aber gerne mal die 140 ausfahren. Also der beschleunigt echt gut, muss ich sagen. So, 140 sind erreicht. Joa, nicht schlecht. Können wir hier noch was einstellen? Kupplung. Okay, da lässt sich jetzt nicht groß was einstellen. Aber es kann auch wirklich daran liegen, dass wir jetzt hier im Tutorial sind und im richtigen Tutorial im freien Gebiet kann man tatsächlich vielleicht mehr interaktive Elemente bedienen. Ja, natürlich haben wir auch hier den Fotomodus am Start wieder. Auch den können wir uns ganz kurz nochmal angucken. Habe ich schon im Vectron-Video gezeigt, aber auch hier zeige ich den gerne nochmal. Hier zum Beispiel so von den Pflanzen heraus fotografiert. Machen wir mal das Sichtfeld, setzen wir es auf geringer, das heißt also wir zoomen rein. Schärfentiefe nehmen wir mal auf ganz gering. Dann der Schwerpunkt, wo also der Fokus gesetzt wird, das ist im Grunde die Setzung des Fokuspunktes. Wir können gerne noch ein bisschen weniger Schärfentiefe haben und hoffen, dass wir immer noch, genau, so können wir das Ganze machen. Rotation können wir meinetwegen auch ein bisschen einstellen. Dann machen wir es vielleicht so. Sichtfeld passt soweit. Dann können wir hier noch ein bisschen an der Belichtung rumspielen. Ich setze die immer ganz gerne ein bisschen runter. Die Sättigung etwas hoch. Vignette etwas hoch. Und die Helligkeit je nach Bildkomposition entweder ein bisschen hoch oder runter. Hier setze ich die mal etwas hoch. Und ja, genau. Und dann können wir hier mal einen Screenshot aufnehmen. Ne? Und dann seht ihr es hier. Moment, können noch ein bisschen uns anders positionieren.
Vielleicht von der anderen Seite. Oh ja, das sieht auch cool aus. Eins davon nehmen wir dann als Thumbnail. Ihr seht es ja dann. So, und wir bremsen jetzt. Ah, das schaffen wir jetzt definitiv nicht. Dann müssen wir jetzt noch eine Runde drehen. Genau. Ich glaube, Zugziele werden hier automatisch gesetzt. Kann es sein, dass wir die AFB damit kontrollieren, beziehungsweise den Tempomat, das ist ja keine richtige AFB. Ah, ihr seht das genau, ne? Wenn wir hier hochstellen, dann seht ihr hier bei V-Soll 75 und V-Ist ist unsere aktuelle Geschwindigkeit. Ich verstehe, aber ich mache jetzt mal den Tempomaten aus. Also lässt sich auf jeden Fall sehr gut fahren. Das Fahrgefühl hier im Talent ist echt gut. Und wird, wie gesagt, mit der Vorarlberg-Strecke mitgeliefert. Im TSW 4. Habe ich eigentlich zu Beginn TSW 3 gesagt oder TSW 4? Ich hoffe, ich habe TSW 4 gesagt. Kann sein, dass ich das noch ein paar Mal falsch mache. Wisst ihr, was mir fehlt im TSW? Mehr Blumen. Ich hätte gerne mehr verschiedene Blumenarten noch. So, Metro Nord. Ich hoffe mal, das klappt überhaupt, dass das Tutorial das überhaupt noch erkennt. Ja, tut es. Türen links auf. Genau. Gute Arbeit. Damit so. Wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Jawohl. Dann mit... Hey. Ja, genau. Also, ja, mit diesem Bild, jetzt leider von dem Menü und nicht mehr von dem Zug, verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen zu dem Tutorial hier, Talent 1, TSW 4. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wie gesagt, ich bin immer gespannt auf eure Kommentare zum Spiel, zu all den Sachen, die ihr hier seht, die ich euch vorstelle. Und wir sehen uns definitiv dann beim nächsten Video. Macht es gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.